Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin mit dem Avatar heute mal unterwegs, aber ich zeige euch erstmal etwas vom Alex. Ja, sieht ja schick aus, ne? Die Juwelenkiste genau neben der Bauhütte hin in ein so einem Feld. Das sieht schick aus, ist aber sehr hinderlich, denn wenn man sein Base-Design wechselt, das heißt mal auf eine andere Base, auf eine andere Farmbase oder so, dann stört die da, ist da leider im Weg und man kann die Mauern dann nicht setzen und kann die Base vor allen Dingen nicht nehmen. Das ist sehr, sehr hinderlich, deswegen werde ich die gleich abbauen, aber ich finde, hier ist sie schön, sehr, sehr schön gewachsen hier. Aber wir wollen ja heute was ganz anderes machen, nämlich ich habe ganz, ganz vergessen, meinen Avatar hier weiter zu leveln. Was heißt weiter zu leveln? Der King soll ja auf Level 29 gehen und im Stream war ich so schlau und habe Boost angeworfen, weil ich gedacht habe, Toto, das machst du im Stream mal ebenso. Boosterkuchen, gar nichts habe ich gemacht, deswegen müssen wir das jetzt mal nachholen. Und ja, welche Armeen nimmt man da am einfachsten, wenn man nur das Dunkle braucht? Man nimmt natürlich Elex-Armeen. Ihr seht das hier, komplette Elex-Armee. Das Einzige, was im Moment kostet, ist der Giftzauber. Und der schlägt auch nur mit 125 zu Buche. Das geht noch. Zweite Truppe, die ich habe, ist nicht ganz Elex, aber man kann dann natürlich eine ganze Elex-Farm raus machen. Hier haben wir die beiden Hunde dabei, aber die haben nur 65 gekostet. Die sind nämlich noch aus der oder von dem Event von vorher. Ich habe das übrigens mit allen Charakteren geschafft. War ganz, ganz locker. Und einige sind auch relativ hoch wieder reingekommen. Ich würde sagen, ich fange einfach an zu suchen, schneide dann später die Suche raus und mache die einfach ein bisschen schneller. Aber dann sieht das so ein bisschen wie am Stück aus. Und dann, ja, gehen wir einfach mal rein. Wird ja auch gar nicht so lange dauern, denn hier oben in den Ligen, da ist es ja... Da ist es jetzt nicht so, dass du keinen Gegner findest. Ja, hier haben wir doch schon unseren ersten Topf gefunden. Schön in der Mitte. Und ich würde sagen, wir legen hier oben von links einfach mal los. 14er, 18er Heldenpärchen in der Mitte. Da kann ich sicherlich kontern. Ich hatte ja Riesen hier jetzt mit in der Clanburg. Also wir haben hier schon reichlich, was wir hier jetzt in die Base reinbringen. Haben einen Jump dabei, zweimal Wut. Ja. Ach komm Leute, wir geben einfach mal Gas. Und ich würde sagen, wir ziehen erstmal ganz piano hier jetzt einen Riesen mit rein. Nehmen jetzt ruhig schon die Clanbuchriesen. Da ist ja jetzt mal gerade nichts weggeflogen. Und jetzt muss ich hier eben mal so ein paar Magier schon mal dahinter setzen. Denn, so, wo ist der Minenwerferschuss? Da war der Minenwerferschuss gerade. Die gehen jetzt natürlich mal sehen, meine Mauerbrecher, ob die jetzt eine Mauer weitergehen. Yes, das ist super. Die gehen schon mal eine Mauer weiter. Queen raus, King raus. Und der Weg ist frei hier für das Päckervolk. Das ist natürlich super. Und dann hauen wir hier auch gleich ein Brut rein. Ziel ist es nur, in die Mitte zu kommen. Dunkle abhauen, wollte ich gerade sagen. Abfarmen. Und dann war es das hier. Also minimaler Verlust auch an Truppen. Aber was heißt Verlust? Wir werden sie natürlich alle verlieren. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen die Truppen schonen. Das heißt vor allen Dingen die Helden schonen. Harathaus holen wir uns jetzt hier an der Stelle schon. Da super. Und dann gucke ich mal, wo wir uns noch so ein... Oh, hier hinten. Ah, da ist noch so ein Bohrer. Okay, das ist aber nicht so schlimm an der Stelle. Dann schauen wir mal hier. Ah, naja, der Magier kriegt jetzt noch Beschuss. 51, 52. Ich will hier gar nicht die Pokale machen. Ich will hier nur das Dunkle so ein bisschen kriegen. Das reicht mir. Und dann schone ich die so ein bisschen. Denn ich hau jetzt gleich den Schub rein. Und dann mache ich sofort meinen nächsten Angriff. Denn wir wollen ja hier mal so ein bisschen Power was machen. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht hier der Superload, aber ich hatte jetzt doch ein bisschen Pause dazwischen, denn wenn dann aus dem ersten Stock mein Name gerufen wird mit einem langgezogenen am Ende, also so ein Thorsten, dann muss ich auch mal hier meine Sachen pausieren, aber wir sind noch hier im Boost und wir sind hier nach wie vor am dunklen Farm. Ich habe jetzt mal in meiner Playlist nachgeschaut. Ich habe übrigens vor 1, 2, 3, 4 Wochen schon mal so eine dunkle Farm Folge gemacht. Damals ging es aber darum, dass ich das mit meinem Avatar-Account gemacht habe, nach den CK-Angriffen. Und der hier, nicht mit meinem Avatar, mit dem Donnerbengel. Und der hier soll ja nun wirklich jetzt mal richtig hart hier auf die, auf das Dunkle gehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier die Clanburg irgendwie locken kann. Schauen wir mal. Okay, da haben wir schon mal sowas. Dann hauen wir nochmal zwei Loons raus. Nee, der hat da nichts drin. Das ist cool. Und ich würde sagen, wir nehmen hier mal unseren
unseren King, wenn das Lager jetzt gleich weg ist. Da warte ich noch drauf. Da machen wir wenigstens die eine La hier weg. Der eine Luftfeger zeigt nach da und der andere Luftfeger ist ja jetzt scheinbar schon weg. Oh, ich muss die Queen hier unten wegmachen. Okay, dann sollte ich vielleicht mit einem Lakaien doch nochmal da ein bisschen nachhelfen. Ach komm, da lasse ich mich in die Lumpen. Da haue ich noch einen Loon raus. So, da macht er schon mal die Kanone. Hier unten geht auch die Kanone schon mal weg. Das heißt also, diese Kanone stört meine Queen jetzt schon mal gar nicht mehr gleich. Manchmal muss man auch so punktuell vorgehen. So ein bisschen so wie im Nachtdorf. Ja, machst du erstmal ein bisschen das. Zeit genug ist ja. Denn ich will das Ding ja gar nicht dreiern. Ich will nur das Dunkle. Ich will nur das Dunkle. Und jetzt können wir hier reinhauen. So, mit unserer Queen hier. Oh, da kommt ein Golem raus. Wie scheiße ist das denn? Was will der denn hier? Naja. Ich will ja nur die Luftabwehr. Mal sehen, ob wir die irgendwo bekommen. Und dann nehmen wir mal den Gift hier, dass vielleicht nicht ganz, ganz so schlimm wird. Jetzt kriegen wir zwar noch ein bisschen Luftabwehrbeschuss, aber... Na, Queen, schaffst du das? Na komm, die Queen packt das, oder? Zwei Golems. Oh, Queen! Queen! Ja, die Queen hat es gepackt. Und da ist die Luftabwehr weg. So, dann holen wir uns hier mal eben beide Helden mit unserem King. Und vielleicht noch ein, zwei Lakis dabei. Und hauen hier jetzt mal unsere Loons raus. Überhaupt kein Thema. Hier haben wir auch noch so ein bisschen was im Gepäck. Und dann geht das hier auf die Luftabwehren drauf. Die paar Lakis hier nehmen wir noch nebenher. Einen lassen wir uns mal noch über. Und nehmen hier mal unsere Eilzauber. So, dann hauen wir nochmal hier in die Mitte den... Der war jetzt mal richtig gut gesetzt. Shit. Aber ist nicht so schlimm. Oh, da kommen ein paar Skelette raus. Die muss ich ein bisschen giften. Haben wir aber auch dabei den Gift. Und mal sehen, ob wir das Dunkle wenigstens kriegen, denn das ist nur unser Ziel hier. Wir wollen nur den dunklen Pott. Mehr wollen wir ja gar nicht. Da ist die Luftabwehr weg für die Lakaien hier oben. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, auch der Angriff ist hier mal gelungen. Und ja, so kann man es mal machen. Ich habe jetzt nur 14 Sekunden Zeit, aber ihr seht das oben. Meine Gold- und Elex-Pötte sind eh voll. Und ich muss hier weder die Pokale haben, noch muss ich hier die Sterne haben. Na, kriegen wir das Rathaus noch? Ja, wir kriegen das... Oh, wir kriegen das Rathaus nicht. Ist alles cool. Hätten wir zwar noch ein bisschen mehr Bonus gekriegt, aber nee, wir haben ja schon 92, also bei 70 gibt es das ja. Und wir sind hier jetzt mitten im Boost. Ich habe hier jetzt mal eine Erdtruppe ausgebildet. Also, ihr seht das auch hier. Der Boost ist on. Und ich habe jetzt mal Riesen genommen. Vier Heiler für den Queen Walk gleich. Fordere jetzt mal Truppen an. Was brauchen wir eigentlich dafür? Ich denke mal, wir brauchen auch wieder Erdgift. Das kann ich mir gleich selber geben. Und ja, die Truppe war ja nicht schlecht. Die Event-Truppe war nicht schlecht. Und sie ist ja mit 1565 ist jetzt relativ teuer. Ich traine sie mal. Aber ich nehme die beiden mal raus. Nehme noch ein paar Loons mit rein. Mal um auf eine gerade Zahl zu kommen. 28, so. Und dann noch die Lakis dazu. Oh, das sind ganz schön viele Lakis. Ich glaube, so viel brauchen wir doch nicht. Nehmen wir lieber die Loons noch mit dabei. Und dann haben wir kein Dunkles hier drin in der Truppe. Also Dunkles gespart für den King hier. 135.000, okay. 9.670 habe ich in der Treasury. Also rechnen wir mal knapp 10 noch da drauf. 110.000, ja, da fehlen noch ein bisschen. Da hauen wir noch ein bisschen rein. Und im Sog des Boostes hier nehmen wir gleich den nächsten Gegner mit. Keine Frage. Wir wollen ja das Dunkle haben. Und ja, mal sehen. Manchmal mache ich auch solche Bases hier, aber mit Single Infernos kann ich natürlich gar nicht. Also müssen wir mal durchswitchen. Multi Infernos nehme ich mir schon ab und zu. Und aber Single Infernos, die mag ich dann an der Stelle doch nicht. Da ist mir dann die Queen so ein bisschen zu schnell futsch. Und ihr seht das hier, das ist ja auch mal eine witzige Armee. Mit den Goblins, mit den Riesen, aber oh, mal gucken, mit so einem Queen Walk geht das sicherlich. Ja, das sollen ja auch mal ein bisschen unterschiedliche Bases hier sein, beziehungsweise nicht Bases, sondern ein bisschen unterschiedliche Angriffsstrategien, ein bisschen andere Armee, nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ja, denn immer nur mit Go Vibe angreifen ist natürlich auch für mich unheimlich tödlich und deswegen denke ich mal, nehmen wir den hier mal eben auseinander, denn der hat... 3728 für uns. Die Base ist für uns in Ordnung. Und ich denke, wir starten auch mit dem Queen Walk. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo wir eigentlich mit dem Queen Walk starten. Da unten hat er einen Bohrer. Er hat, wo ist denn eigentlich der zweite Bohrer? Ah, der ist da oben. Okay. Ich würde sagen, wir starten hier unten mit unserem Queen Walk. Und
machen hier schon mal die Hütte hier weg. Dann haben wir schon mal ein bisschen was weggeschafft. Zwei Zauber oder zwei, natürlich nicht nur zwei Zauber. Zwei Wut, ein Sprung, ein Heil. Und was habe ich in der Clanburg? Oh, einen netten Goli. Das ist auch cool. Mal sehen, wie die Queen jetzt geht. Und damit wir das zweite Lager in jedem Fall mitnehmen, würde ich sagen, wir hauen hier schon mal unseren Golem raus. Da oben machen wir die Hütte. So, dann nehmen wir den 8. Riesen hier mit rein. 15 Mauerbrecher. Ich geiz ja mit Mauerbrechern geiz ich ja echt nie. Ne? Die habe ich ja immer reichlich am Start. Und dann springen wir mal. Mal gucken, ob der Sprung gut gesetzt ist. Wir haben hier nur Loons in der Clanburg. Das ist noch zu ertragen an der Stelle. So, jetzt muss ich aber kurz mal ein bisschen Feuer machen. Und meine Goblins nehmen in jedem Fall das Lager hier außen mit. Aber die setze ich hier jetzt auch innen drin einfach mal rein. Mal sehen, wie die hier jetzt reinkommen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir schon mal so ein bisschen was. Und die sollen, natürlich sollen die sich das Rathaus hier holen. Gar keine Frage. Ich denke mal, na, gehen da noch welche rein? Nee, da gehen leider keine rein. Aber wir werden in jedem Fall das Rathaus hier bekommen. Und auch, ich hoffe mal, die restlichen 497, jawohl. Alles auf unserer Seite, 56%, 70 möchte ich schon ganz gerne haben, um den Bonus hier mitzunehmen. Mal gucken, 59%. Dann haben wir nämlich über 5000, glaube ich, mit Bonus. Nee, über 4000 mit Bonus gemacht. Und das ist recht mau hier. Ich zünde jetzt mal die Queen. Vielleicht kann die noch ein bisschen mehr reißen. 64%. Da hinten ist noch Riesen mit dem King unterwegs. 65, 66. Also ich mache genau bei 17 mal Schluss. Und weil ich will ja wirklich nur das Dunkle und das ist auf 0. Okay, 70%. Das Dunkle ist auf 0. Also 3, 7, 28 plus 29 sind weit über 4000. Ja, so lässt es sich hier echt super farmen. Und ich habe ja gesagt, wir haben hier die Luftarmee wieder. Und ich glaube, die Armee, die wir gerade hatten, die war ja nicht schlecht. Ja, kostet kein Dunkles außer diesen dunklen Spell hier. Und so muss man hier vorgehen. Ich lasse eben mal reggen, so ein bisschen, ein paar Sekunden brauchen sie ja, aber wir sind gut im Boost. Also dauert nicht lange, bis ich die Aufnahme wieder aufnehmen kann. Ja, und für meine Armee ist natürlich jeder Zugewinn, also zu den 115, glaube ich, die ja der Gift-Spell kostet, ein Mehrgewinn. Und deswegen glaube ich, dass wir den hier, den können wir irgendwie machen. Wir gucken mal, wir starten wieder hier oben mit einem Eilzauber. Da schicke ich jetzt mal 1, 2, 3 Loons rein. Um zu gucken, ob wir Clanburg haben. Mehr nicht. Jetzt haben die immerhin schon mal einen Bogenschützenturm gemacht. Ja, und das haben sie auch gemacht. Das haben sie ganz gut gemacht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal mit dem King und der Queen vor. Ich denke mal, die gegnerische Queen. Ja, so richtig stört es uns jetzt nicht. Was natürlich echt super ist hier. Der Feger ist im Ausbau. Die beiden Tesla sind hier im Aufbau. Und jetzt kommt uns schon die gegnerische Queen. Na, kommt sie uns wenigstens ein bisschen entgegen. Komm, Queen. Ein bisschen kannst du uns entgegenkommen. Macht's aber nicht. Naja, dann müssen es wohl doch meine Loons gleich machen und meine Lakis. Dann müssen die sich halt der Queen annehmen. Wir haben jetzt schon eine Luftabwehr geschafft, schaffen jetzt sicherlich auch noch den Bogenschützenturm hier und auch das eine Lager. Ja, das sieht gut aus. Jetzt steht der Feger ja da hinten. Und ich würde sagen, wir können hier jetzt schon mit unserer Masse an Loons einfach mal reingehen. Ich lasse mir mal noch ein paar offen. Ein paar lasse ich noch offen und ich lasse mal auch ein paar Lakaien offen. So, ich bin nämlich nicht so wirklich firm mit dieser Angriffsstrategie hier. Aber ich glaube, das könnten wir ganz gut packen hier. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Eil in die ganze Geschichte bringen. Hier haben wir nochmal einen Wut rein. Und da ist jetzt der Feger. Okay, der stört uns jetzt nicht ganz. Ich werde euch gleich mal zeigen, wann ich jetzt letztendlich die letzten Loons hier raushaue. Denn hier unten ist noch der Hund. Ach, da ist ein Hund aus der Clanburg gekommen. Das ist ja richtig cool. So, dann nehmen wir hier nochmal den letzten Eil. Hier oben nochmal ein paar Luckys. Und dann war es das mit der Base hier. Ja, also relativ einfach. Ja, mir kam jetzt natürlich ein bisschen zugute, dass hier ein Hund aus der Clanburg kam. Und so haben wir hier, glaube ich, gute 3000 Dunkles gescheffelt. Hallo Spektator, ich glaube, er hat zugeguckt. Und mit dem Bonus fast 4000 mal wieder
echt gut gemacht hier. Gut gerockt. 1400 nochmal Bonus in die Treasury rein. Die holen wir gleich auch ab zum Ende der Folge. Wir werden die 135.000 sicherlich nicht schaffen. Aber ich glaube, so wie ich meinen Boost sehe, machen wir doch noch einen. Donnerwetter. Das Farmen im Boost geht natürlich richtig gut. Also man muss so ein paar Gems natürlich in die Hand nehmen, um hier mal so richtig so am Stück das Dunkle einzufarmen. Das geht natürlich auch den Tag über. Aber ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, mein Schild ist jetzt auch schon um. Das heißt also, wenn ich jetzt gleich irgendwann offline gehe, verliere ich leider wieder so ein bisschen Schwarz. Das ist mir jetzt heute Nachmittag auch passiert, während ich angefangen habe, diese Aufnahme hier zu machen, weil ich halt weg musste. Das heißt also, einen Angriff gemacht, 2.500 geholt. Ach, keine Defensivtruppen gehabt, 2.500 verloren, also 1:1 dann eigentlich ausgegangen und habe dann ja den Boost angeworfen und ich glaube, der gelingt mir ganz gut. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt auch ein bisschen was finden. Und hier oben sind doch ganz, ganz schön viele Bases dabei, die ganz schön am Boden sind. Aber den nehmen wir mal mit hier schön die Queen draußen. Die kann ich schön im Queenblock erledigen. Ja, der Pot steht jetzt ziemlich stark mittig, muss ich sagen. Und die anderen beiden Pötte interessieren mich aber nicht wirklich. Er hat also alles hier im Rathaus und hat hier sehr, sehr viel in seinem Pot drin in der Mitte. Oh, wir gucken einfach mal rein. Wir schauen einfach mal, was wir so machen können. Ich wollte es eigentlich eben noch abgestellt haben, weil ich gedacht habe, Thorsten, du kannst nicht mal 15 Mauerbrecher mitnehmen. Aber scheinbar kann ich es doch. Ihr seht das hier, ich habe schon wieder 15 Stück dabei. Und ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ob der Clanbuch dabei hat. Ich kann das mal mit 2-3 Mauerbrechern antesten, die jetzt hier durchgehen. Ah, okay, die enden in einer Riesenbombe. Das ist nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier unseren Golem. Der geht in jedem Fall da auf diese freie Kanone. Kriegt jetzt schon mal so ein bisschen Beschuss hier. Und wir nehmen jetzt hier richtig die Mauerbrecher rein. Jawohl. 8 Riesen hinterher. Und dann kann das hier losgehen in die Base. Da werden wir springen mit unseren Kobis. Aber die müssen hier erstmal so ein bisschen was wegmachen, bevor die überhaupt jetzt in die Base reingehen. Und jetzt machen sie das auch. Jetzt gehen die mit in die Base rein. Also erstmal werden hier die hellen Lager geräumt und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen Zunder auch auf die Goblins. Ah, die sind, ich mag die nach wie vor echt. Die heile ich sogar durch. Leute, ich heile euch durch, damit ihr mir das Rathaus hier wegholt. Machen sie auch. Ja, und ihr seht das hier auch mit so einer Armee. Hier kannst du hier super fahren. Dunkles ist nicht ganz auf Null. Ist jetzt auf 33, hat er noch, mal gucken, wo die sind. Da oben sind sie in dem kleinen Bohrer. Jawohl, 70% haben wir, Queen eben gezündet. Dann machen wir wieder Schluss und wir haben wieder einen Besucher dabei gehabt. Hallo. Und ja, 23 Pokis auch noch als super Sache. Machen wir mal weiter. Oh, oh, oh. So, die Frage ist ja, kommen wir an diesen Lot dran? Kommen wir hier ans Dunkle? Das ist ja echt mittig. Und der hat ja schon reichlich Luftabwehren. Aber da oben die Feger, die stehen natürlich so richtig in die Richtung, wo ich eh nicht hin will, nämlich ans Gold und Elex. Deswegen, ja, auch wenn wir hier jetzt Pokale verlieren, mal sehen, ob wir es Dunkle gewinnen können. Wir gucken mal, ich starte hier mal mit einem Queen Walk und einem Babydrachen. Mal schauen, das ist ja schon Max RH10er hier und ah, der ist sicherlich nicht vom Pappe. Wir gucken mal, ob er hier was in der Clanburg hat. Mit einem Loon, nee, da ist nichts drin, das ist natürlich schon mal super. Und, aber da geht schon mal das erste Lager jetzt weg. Aber ich denke mal, ich muss die Bogenschützenkönigin jetzt trotzdem hier schon mal zünden an der Stelle. Das geht nämlich gar nicht. Und, mal sehen, von wo ich hier jetzt mit meinen anderen Truppen mal reinkommen kann. Jetzt habe ich natürlich Mauerbrecher hier am Start. Die können hier jetzt nur was ablenken. Denn die brauche ich ja jetzt nun mal wirklich gar nicht. Oh, der King verreckt mir hier fast. So, dann ziehen wir hier mal unsere Loons mit rein. Und mit ein bisschen Wut und vielleicht zweimal Eil. Na, kommen wir hier durch die Mitte. Komm, die Queen nochmal richtig geraged hier. Die Queen nochmal richtig geraged und... Ach, schaffen wir nicht, okay. Was haben wir denn mitgenommen? Eieiei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wenig war oder ob das jetzt eher viel war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es sein,
dass wir noch, oh, weiß ich gar nicht, kriegen wir noch die 50%? Das sieht ganz gut aus, wir gewinnen sogar. Das war jetzt unter Umständen nicht so das super duper Dunkle, aber wir haben es probiert, auch mal auf so eine Base hier. Er guckt uns auch wieder zu, ja. Die Zuschauer werden immer mehr, entweder, ich glaube, die Außenzuschauer stehen ja mal oben über der Zeit. Oh, wir kriegen den zweiten Pot noch. Jawohl, also haben wir doch noch was Dunkles mitgenommen. Hi. Na bitte, 2,7 plus 9, nee, plus 772 passt. Passt absolut hier. Und auch wir sind noch im Boost. Da geht noch einer. So, nächstes Schnäppchen hier. Ja, ist natürlich eine Max R8. Aber 4850, da kann ich nicht wirklich Nein sagen zu. Und deswegen würde ich sagen, den nehmen wir mit. Ist ja auch immer so leicht gesagt, den nehmen wir mit. Aber den nehmen wir wirklich mal mit. Denn den kann ich nicht hier stehen lassen, den Max R8. Der sieht ja genauso aus wie ich. Nur, dass er seine Def noch nicht so hoch hat. Das ist natürlich ein Vorteil für mich. Und deswegen starten wir eben mittig mal mit dem Queenborg. Und nehmen hier mal ein wenig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie kann man hier jetzt vorgehen? Wenn ich hier natürlich jetzt Riesen setze. Oh, was kommen denn da raus? Da kommen ja Riesen aus der Clanburg. Das ist natürlich nicht so schön. Da muss ich mal eben mit so einem, ja, mit so einem kleinen Magier unterstützen. Jetzt hauen wir hier mal ein paar Mauerbrecher rein. So, da sind wir durch die erste Mauer durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann hauen wir hier mal die Riesen rein. Mit zwei Magiern dahinter und einer Menge von den Mauerbrechern nochmal. So, ich denke mal, der Sprung ist da auf. Da ist der gut aufgehoben. Und ja, vielleicht soll man den Golem auch erstmal tanken lassen. Ja, vielleicht sollte der Golem auch erst tanken, aber ich haue jetzt mal die Horde hier rein. So, mal sehen, wo die jetzt letztendlich hingeht. Schauen wir mal. Ah, die gehen da ganz gut auf das Dunkle. Ja, das Dunkle haben sie anvisiert. Das ist super an der Stelle. So, da hauen wir mal einen Wut rein, dass sie mal richtig abgehen hier. Die sollen mir auch noch das Rathaus holen. So, gucken wir mal. Das haben sie gemacht. Das Rathaus haben sie mir auch geholt. 1500. Oh, das Dunkle tickert gut runter. Wo ist der Rest? Ah, der ist da vorne. In Queen-Nähe. Da sind jetzt die Kobolde gerade dran. Und wenn wir das letzte Lager auch noch kriegen, dann haben wir hier unseren Plan erfüllt. Also soll erfüllt. 3000. Jawohl, 3000, wunderbar. Wow, das waren jetzt mal über 5000 mal eben. Und die Queen ist ja noch gut am Start, aber ihr seht da selber, hier die Base ist. Ich weiß gar nicht, wieso der sein Gold und Elex nicht ausgibt. Aber ich denke mal, naja, vielleicht hat er es jetzt gerade vergessen, das Ganze in Gold und in die Mauern reinzustecken. Und wir wollen ja nur 70% holen hier. 98, 99, 69, 70, 71, Ende. Hat er uns auch wieder zugeguckt, hallo, ich habe dir gerade das Dunkle geklaut, nämlich 4850 plus 920 Bonus. Hammerangriff hier, denke ich mal. Und ihr habt jetzt mal so ein paar Strategien hier von mir gesehen, wie ich eigentlich so ein bisschen das Dunkle farme, wenn ich es denn mal tue. Ich bin ja sehr schleppend mit diesem Account hier. Wir haben 121.000. Wir leeren mal die Trescher, die hier mal gucken, wie viel mir noch fehlen. Oh, 3000 Dunkles, ja, ein, zwei Angriffe noch. Mein Boost ist vorbei, mein Schild ist fast vorbei, aber ich will euch was sagen, damit der auf jeden Fall in der nächsten Stunde hochgeht, haue ich mir dieses Schild hier jetzt nämlich raus. Ja, das mache ich mir raus. Und ja, ich gönne mir einfach ein neues. Ich gönne mir hier so ein 2-Stunden-Schild manchmal. Denn ich kann jetzt noch ein, zwei Angriffe machen. Dann geht der King in jedem Fall noch heute Abend hier hoch. Und wenn ihr nächstes Mal seht, ist er am Bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier mal eine Farmfolge von mir mit dem Toto Clash. Bis dahin. Bye, bye.